So, wie angekündigt, wir sind heute beim Essen. Nein, erst wenn wir beim Friseur, und zwar deutscher Friseur Carmen, die ist da unten, genau da am Pool vorbei. Und im gleichen Haus, nur auf der rechten Seite, da geht es zum Calmachicha. Diese Treppe. Ich gehe jetzt auch von vorne rein, vom offiziellen Eingang. Ihr könnt hier auch über den Pooleingang ins Restaurant gehen. Ja, bei Conny Canarias immer essen, immer gut bedient, immer gute Information. Und wir gehen hier jetzt direkt auf direktem Wege. So, normalerweise geht es hier nach unten und nein, die Terrasse oben ist geöffnet. Also hier ist normalerweise das Restaurant, aber wussten wir auch nicht. Wir sind jetzt hier in der oberen Etage. Ja, netter Empfang, so wie immer. So schaut die Terrasse aus. Also habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich war ja vor Jahren hier mal essen, also hier in der Nähe. Da war das, glaube ich, ein anderes Restaurant und kannte die Terrasse. Aber so, wir sind hier jetzt alle versammelt, zu fünf. Da ist der Klaus, der Fahrer. Nein, Klaus ist heute nicht der Fahrer, der darf was trinken. Die Susanne ist die Fahrerin, der Horst ist dabei, der Klaus und die Conny. Und ja, wir haben ja schon mal berichtet hier über das Lokal, da waren wir eine Etage tiefer. Und jetzt geht es ganz einfach mal die Deko anschauen, bevor es jetzt hier zum Essen geht. Schauen wir uns erstmal die Deko an. Wir sitzen hier direkt mit Blick auf das Katharina Playa. Ja, wir haben ja schon mal irgendwie auch die Informationen zum Essen gegeben und mal schauen, wie es heute ist, wie fünf Menschen, Personen dann das Essen als empfinden. Unser Tisch hier, also wir sind hier ja angemeldet, reserviert und wir werden uns jetzt. So, der Tisch, die Karte in mehreren Sprachen. Und jetzt lassen wir uns mal überraschen, was jeder isst und was es dann für Geschmackskompositionen bzw. für Rezessionen gibt, wie es geschmeckt hat. So, und das Bier ist ein Dorada Especial Tostada. Das ist ein etwas stärkeres. Es gibt also eine, was für eine Karte war das, Conny? Ein Wochenmenü. Zeig doch mal, lies doch mal vor. 28 Euro pro Person und zwar Hauptspeise zum Beispiel Rinder Carpaccio mit Parmesanraspeln oder Pilz Walnuss Risotto. Dann Hauptgericht iberische Schweine in Rotwein geschmort. Wir machen ein Foto. Hauptspeise, Vorspeise, ja. Nachspeise. Ja, genau. Was noch? Traditioneller Eintopf mit Kabeljau, also man kann zwischen Fisch und Fleisch und dann den Nachtisch. Gut, also und das kostet pro Person 28 Euro. Menü of the Week. Ja, ich melde mich natürlich auch mal zu Wort. Und zwar eine tolle Empfehlung hier. Wir haben den Laden hier, das Lokal ja auch empfohlen bekommen von einer lieben Freundin. Wir sind jetzt zum zweiten Mal hier. Das letzte Mal waren wir ja unten zum Essen und jetzt ist hier oben in der Terrasse eingedeckt. Sieht auch alles richtig schön aus mit Blümchen am Tisch. Also alles schön gemacht. Und ja, wir lassen uns heute mal überraschen. Wir haben jetzt unter anderem das Wochenmenü gewählt. Gibt ja zwei verschiedene Sachen und da werden wir natürlich dann auch aufnehmen und euch berichten. Und wir sind natürlich auch nicht alleine und werden unsere Bekannten natürlich auch fragen, wie es denn geschmeckt hat.
Denn das ist ja ganz, ganz wichtig. Nicht nur unser Geschmack, sondern auch von anderen. Ja, und hier haben wir noch was ganz Leckeres. Das ist eine Art Gazpacho. Hast du gar nicht probiert. Wie kannst Doch, du sagen, dass das war beim letzten Mal auch lecker. Gazpacho, also eine kalte Gemüse-Tomatensuppe. Guten Appetit. Dankeschön. So, und ich habe jetzt, was haben denn wir Leckeres, Susanne? Ja, das ist Gazpacho, oder? Gazpacho vom Rind. Und Rucola. Rucola und Parmesan. Ich nehme mal der Conny die Arbeit ab, die hat gerade die Kamera an. Und hier haben wir einen Gazpacho mit Büffel. Büffel. Mozzarella. Büffel. Nochmal ein Büffel. Der Klaus ist beschäftigt mit seinem Büffel. Und hier ist Risotto mit Nüssen und Pilzen. Und was hast du hier noch? Das ist rotes Thunfisch-Carpaccio. Mm. Und hier haben wir das gleiche wie schon mal. Also schaut euch mal, wie das angemacht ist. Ihr müsst ja mal den Blick drauf werfen. Ich wünsche mir einen guten Abend, euch einen guten Appetit. So, dann gibt es jetzt was zu essen. Es geht weiter hier bei unserem leckeren Essen. Schweinebäckchen. So nennt sich das. Und das ist Filet mit Gemüse und mit Trüffelkartoffel. Also sieht alles richtig gut aus. Ja, buen provecho. Das ist cool. Kohl ist gesund. Wissen, was du hast. Und es wird süß. Das ist Birne mit Crumble und Nuss. Muskatnuss. Und das ist eine Schokoladensuppe mit Blümchen. Aber das Beste hat der. Und das ist Festival Tropical. Guck, wie das schmeckt. Lass es dir schmecken. So, das war wieder ein super schöner Abend. Das war richtig lecker hier. Und natürlich kommen wir wieder. Ganz sicher doch. Muchas gracias. Hier nochmal ein Blick von draußen. Restaurante Calma Chicha auf der Avenida de Tirajana, schräg gegenüber vom Abora. So, und damit sage ich dann auch Tschüss und bis bald.